Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Subdistance. Ja. Und jetzt Svenny macht es ja im Moment ein bisschen ruhiger. Weil es die körperliche. Ja, die körperliche Verfassung lässt zu, aber meine Murmel macht das im Moment nicht so mit wie geplant. Ich weiß gar nicht, habt ihr das schon gesehen, dass ich hier vorne noch mehr dran gesetzt habe, ne? Hab hier noch ordentlich was hingesetzt. Das müssen wir hier unten wahrscheinlich noch zukleiden. Hab die Beete weiter nach vorne gesetzt und hab mir jetzt hier diese Zusatz-BKE dahingesetzt, weil wegen, du kannst ja sonst hier nicht die Beete versetzen. Das habe ich noch gemacht. Ja, wir haben Fensterscheiben drinne, zumindest unten schon. Der Kühlschrank ist noch gut gefüllt, ne? Und sonst, ja, schwieriges Thema im Moment, ne? Andere kommst, sind hier Nachbarn, ne? Die musst du dann mal eben vertrösten. Sagen wir es mal so, wie es ist, ey. Heiliges Blechle. Und ja, ich war im Puma-Gebiet, ne? Warte, ah ne, hier zeig ich mir das, ne? Ich hab meine alte Base ja wiedergefunden gehabt, da war ich auch, da, hier ganz unten. Hab das Zeug abgebaut. Hab gehofft, dass die Dietrich-Kisten dann bei mir spawnen. Ja, ist nicht. Dietrich-Kisten sind meist hier im Gebiet. Ist nicht so schickifeini, da immer hinzulaufen. Achso, ich war hier oben, ne? Ich habe hier eine Base irgendwo hingesetzt. Warte mal. Wir wohnen da. Ich bin hier oben irgendwo. Da habe ich eine Base hingesetzt, ne? Weil hier ist das Puma-Dingsbums-Dings. Das spawnen die, ne, aber... Heidewitzka, ey. Lass mal stecken, ne. Ich bin da dreimal bei gestiepselt. Und dann, ja, war es kalt und ich musste nach unten. Und ja, ihr seht, jetzt keine Munition mehr, ne. Das ist ein Drama. Jetzt heißt es erstmal wieder Munition sammeln. Ab und zu mal die Nachbarn im Auge behalten. Weil das ist ja ganz wichtig. Die Ärsche hier. Was du hier an Munition verballerst, das ist... die wahre Wonne. So, treffen. Oh, war ja klar. Wenn ich schieß, bewegt der Drecksack sich, ne? Vorführeffekt. Ja, aber das geht schon ganz das so, ne? Also beim Puma-Schießen war nichts anderes. Also, ich habe mehr daneben geschossen, wie ich getroffen habe. Also, puh, läuft. Sagen wir, wie es ist, ne? Marian sagt ja, ich soll das oben auf die Tasten legen, aber das ist bei mir mit dem Setup vom LS. Ist das nicht so einfach? Ich drehe halt oft in die falsche Richtung auszusehen. So, den haben wir. Ja, da hinten wohnen die Nachbarn, ne? Nachbarn 1 und 2. Die da hinten haben schon voll die fette Base. Seht ihr das? Aber da lade ich die Jungs zu ein. Dann können die platt machen, weißt du? Die werden da richtig Spaß in den Backen haben. Molotow-Cocktails habe ich schon 3 jetzt. Eine Handgranate habe ich mir hergestellt, ne? Damit das hier mal so ein bisschen den nächsten Mal ein stattlicher Besuch wird, ne? Aber du musst hier ja auch wirklich immer aufpassen, wo du hingehst. Das ist echt... Die Spiele, das macht sowas von Spaß, ne? Also da musst du auch tierisch aufpassen, weil das sowas von Suchtfaktor hat, ne? Ja, und die Wumme, die kannst du auch in eine Tonne treten, ne? Also die, weiß ich nicht. Wer die erfunden hat, der gehört bestraft, ne? Kann ich nicht mitschießen. Aber wie gesagt, ich muss Munition herstellen, damit ich auch nach oben kann. Aber schwierig, das Business. Schwierig. Lasst es mich einfach mal so formulieren. Es ist schwierig. Egal, wo du hinlatscht, irgendwo ist immer einer, der dir im Weg steht. Aber diese Loot-Touren müssen halt sein, ne? Irgendwie muss ja wieder Munition herstellen. Guck mal, da ist schon wieder so ein blöder Wolf. Da habe ich heute keine Lust drauf. Weil ich genau weiß, es geht in die Hose. Und wenn du das schon... Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Oh, nee. Kann man sich hier hinter dem Baum einpischen? Ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er? Weg oder was? Oh, er ist schon da oben. Wir könnten einen für die Herstellung. Herstellen.
Herstellen. Stell. Ach, es fehlen noch wieder von den anderen Zeug. Das habe ich jetzt nicht mit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Zu weit weg, ne? Was habe ich gesagt? Schikra. Zu niedrig gezielt. Wetten? Leck mich doch mal Arsch. Ich brauche Geweihe für Kleber und so. Es fehlt alles. Es fehlt dir immer alles. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, ne? Ich würde nichts mehr liegen lassen oder verschenken. Da bin ich ganz ehrlich. Weil es dir immer wieder fehlt. Es ist, wie es ist. Braucht man sich nichts von mir, ne? Warum humpelt den denn da weg? Hat er was gesehen oder was? Das ist echt ein Drama. Ja, mal so ein bisschen hier spazieren gehen. Ne? Zu viel von der Munition darfst du ja auch nicht verballern, wegen den Nachbarn. Heiliges Plänchen, ne? Oh, guck mal, das brauchen die. Das nehmen wir mit. Wo hast du immer das Zeug? Hoffentlich ist das Eisenerz. Nee, Kalium. Das war so klar. Was bist du? Eisenerz. Yeah, der Propfi. Ich muss wieder Dinger herstellen. Die hatte ich nämlich irgendwo für ballert. Meine Eisendinger. Jetzt muss ich die erst wieder komplett herstellen, ne? Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal so ein bisschen looten. Nee, sie sagen looten dazu. Ich weiß immer noch nicht, warum looten das heißt. Ich glaube, Marion hat mir das schon mal gesagt, aber ich habe das schon wieder vertattelt, was das heißt, looten. Ich muss hier halt Material finden, dass ich mich wieder weitermachen kann. Hier Steine und Munition und so, ne? Schwieriges Thema. Ich sag euch das ganz ehrlich. Dieser Puma-Ausflug, der war nicht so günstig. Der war echt teuer. Jetzt geh doch da einfach hoch, Svenny. Hier so lang da. Hüpf mal. Dann knie dich mal hin. So mit C. Aber, weißt du, dann jagst du hinter ein Elch hinterher. Ja, schickifeini. Dann hat der Elch mich erstmal platt gemacht, ne? Weil ich gar nicht so schnell rennen konnte. Bei dem Puma genauso, ne? Dann bist du auf der Base. Dann latscht du in eine ganz andere Richtung. Dann musst du von der Base da oben wieder runter. Von dieser Plattform gebönsel. Ja. Und dann, zack, boom, hat er dich wieder in den Nacken. Heilingsblechle, da brauchst du auch mehr Geduld wie Verstand, ne? Aber ich brauche Seen. Ich würde gerne den Erdbohrer herstellen, ne? Brauchst du Seil. Ich würde auch gerne die Tauchausrüstung jetzt mal herstellen, damit ich mal ein bisschen tiefer nach Perlen tauchen kann und nicht immer hier nur so gar nichts kriege. Brauchst du Seile. Es ist jetzt an der Punkt angekommen, wo ich einfach nur noch Seile brauche. Ja? Ich bin jetzt im März, den Winter habe ich erstmal übersprungen, weil da hätte ich gar nichts mehr gehabt. Ende November war ich, dann bin ich, habe ich den Winter gesäppt, ne, bin im März rein, damit ich auch weiter vorankomme. Hätte ich jetzt den Winter durchgespielt, dann hätte ich wieder, sagen wir wie es ist, doof rumgestanden und hätte nichts fertig gekriegt. Es ist halt so im Leben, ne. Ein bisschen Holz mitnehmen. Stellen wir wieder Materialien her. Aber so ein bisschen was von der Karte habe ich jetzt, selbst ich jetzt schon gesehen. Ne? Also meine Ausflüge werden länger. Aber wie gesagt, es fehlt an Munition. Essen fehlt auch so langsam. Aber schwierig. Schwierig. Egal wo du hingehst. Ich übersehe es. Das habe ich ja wieder gut hingekriegt, ne? Gar nicht! Schickram. Wo ist das hin?
Da lang, ne? Ja, da laufen wir jetzt nicht hinterher. Komm zu Papa. Wo bist du denn hin? Sag mal, schreib mal WhatsApp, wo du bist. Ach nee, geht ja nicht bei meinem Handy. Der kommt ja nie an. Hat auch Vorteile, ne? Das ist immer deine Ruhe. Was ist hier los? Nix, wer? Ach, hier kommt ja auch gleich der blöde Zaun, ne? Ich meine wohl. Hier ist so eine Dietrich-Kiste mit Fettsehnen, ne? Das wäre jetzt nochmal was, aber dann müssten wir komplett in die andere Richtung latschen. Da haben wir hier, glaube ich, gar keine Chance. Meine Bärenhütte ist verdorben, ne? Aber haben wir auch im Moment nicht so Zeit für. Ihr seht's ja, Kistenbusiness ist auch gerade nicht so gut. Nicht einfach. So, ich könnte jetzt wieder hochgehen zum Pume, bringt mir aber nichts. Ne? Ich habe nur noch einmal Schrot, ne? Ich habe nur noch einmal Schrot. Schon wieder daneben geschossen, das kann es doch nicht sein. Sag mal, willst du mich verscheißern, Svenny? Sag mal, das kann doch gar nicht. So doof kann man doch gar nicht sein. Doch, sieht man. Ach, leck mich am Arsch. Ich verballere doch jetzt nicht die ganzen Pfeile, ey. Kann's ja nicht sein. Oh, der macht nicht so Damage, ne? Sollen wir es wagen? Hätten wir es mal nicht gemacht, ne? Hätten wir es mal nicht gemacht. Das passiert mir heute schon den ganzen Tag. Ich hab nicht gezielt, ne? Ey, das kann's nicht sein. Es gibt Tage, da klappt's gut und es gibt Tage, da sollte man's sein lassen. Die Tage, wo man's sein lassen sollte, hab ich heute wieder, ne? Kann's nicht sein, ey. Schickrami. Gib mir jetzt hier was, was wir brauchen und dann gehen wir nach Hause. Nein. Geht weiter im Text. Nicht aufgeben heißt die Devise. Ja nicht sein, so weit. Schickram, Schickram. Oh, da ist es so ein Bär. Ich könnte ja wohl heute ins Essen brechen. Den habe ich doch eben schon gesehen. Der war doch in meiner Hütte da. Gehst du in die Jägerlounge, ist er nicht da. Mann, 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 ey. Hier ist so gar nichts, ne? Hier ist nichts. Doch, eine Kiste. No. Moment, nimm die mit. Die sind zwei. Wollen mich verläppeln oder was? Alles mitnehmen. Okay. Können wir gleich für die Schrotze noch wieder was herstellen. Jo, nehmen wir mit. Warte mal. Ach, ich habe das andere Zeug zu Hause. Der will mich doch verarschen, oder? Jo, jetzt haut er ab. Das kann's nicht sein. Langsam. Langsam. Langsam anvisieren. Sein lassen. Ha! In Arsch!
Hast gesehen? Mitten in der Mäse. Der war gar nicht schlecht, wer? Wie ist das hat heute mal geklappt, du? Ich wollte zur Yachthütte mal eben gucken, ob da ein Bär ist, ne? Wenn nicht, machen wir heute mal einen Bär kalt. Und ich hab den Reparinski nicht mit. Oh, nehmen wir mit. Wo ist der hin? Habt ihr den gesehen? Wo ist der? Alter, das ist ein Kind. Oh. Ha! Hä? Nee, ne? Sag nicht, ist wahr. Nein! Ich fass es nicht. Nimm aus, die Scheiße! Alles mitnehmen, na Logo! Hände waschen! Ich brech ins Essen. Das war ja gar nicht so cool. Die Jagd ist mir gut heut. Ich war doch eben nur so ein Gockel, oder bin ich blöd, oder was? Ich will gerne noch einen Bär killen, aber da haben wir gar keine Zeit für, wer? Wir haben Geweihe. Zwei Stück haben wir wieder gekriegt. Das ist gut. Doch, hier ist einer. Oh, nee, das... Oh, doch, könnte klappen. So. Da, in den Arsch. Bleib stehen! Pläne. Adrenalin pur, du. Und ich muss gleich ins Bett, ne? Oh, gut, dass wir hier sind. Ich muss nämlich nur Hände waschen. Du machst es, wenn ich keine Ärger mehr hier an der Yachthütte. Und wir müssen das nächste Mal auch dann... Oh, guck mal, fett. Das nächste Mal hier aber eben... Sag mal schnell. Der Reparierhammer mitnehmen. Sag's doch, wie es ist, man. Halt hoch, hoch, hoch. Jetzt brauchen wir keine Bombe. Das war doch gar nicht ganz so uncool dann. Doch noch, ne? Auch wenn ich es am Anfang alles wieder versammelt habe, ne? Aber ab und zu mal tief durchatmen. Langsam einen durch die Hose rauslassen, was du oben eingeatmet hast, ne? Dann klappt das auch wieder. Weil dann ist der Blutdruck wieder normal, weißt du? Das klingt jetzt so doof, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Irgendein Blödsinn muss ich ja erzählen. Hast du gesehen? Habe ich geschafft, ne, Marian? Das ist Marians Training. Der erzählt mir das dann immer, wie ich das machen muss. Weißt du, ich versammle da trotzdem 10 Jahre hintereinander. Aber irgendwann kapiere ich das. Weil ich es dann umgesetzt habe und dann klappt das da. Hat mehr Sandstein gehabt, hat nicht, oder was? Hier ist so gar nichts los, ne? Nichte. Ich brauch Sandstein. Ich muss so Glas machen und so, weißt du? Ich sag immer, weißt du? Weißt du? Nee, weißt du natürlich nicht, weil du es ja auch nicht wissen kannst. So kann man den ganzen Tag noch mit dem Fleisch rumlaufen? Ich weiß ja gar nicht. Sven hat gesagt, man kann ziemlich lange noch damit rumlaufen. Ich bin mir da aber nie so sicher, weißt du? Ich hab schon wieder gesagt, was soll das denn? Hör mal auf damit, Sven. Kannst du vergessen? Ja, nehm ihn mit. Den dreh gerade ab. Ist das denn da? Heidelbeere oder so? Ne, Heilkräuter, ne? Wir sind schon wieder weg. Keine Ponik.
Immer wieder. Wir haben Reh und einen Bierkolt gemerkt, du. Da kann ich bestimmt gleich wenigstens wieder entspannt schlafen, nachdem mich die alte Puma da so geärgert hat, die alte. Darf ich jetzt nicht sorgen, was mir da so auf dem Mund liegt? Das dreckerte Drecksfiedert. Gottverdorie, die Nummer, hat der mich geärgert. Weiß ich dann immer wieder hinterher, immer wieder hinterher. Aber ich habe jetzt mal insgesamt schon mal zwei Erste-Hilfe-Kits fertig gemacht, weil die Nachbarn, die geben mir öfters diese grünen Röhrchen, weißt du? Ich hab mir gedacht, weißt du was, wenn ihr mich so einladet, dann nehmen wir das mit. Ne? Hast ja auch immer Munition, wenn du die besuchst oder die dich besuchen. Vor allen Dingen, da musst du immer tierisch aufpassen jetzt. Das ist ja nicht mal eben hier so, weißt du? Wir haben alles voll, was ist denn hier los? Kurt, guck mal. Einmal. War das nur. Ne, war doch dreimal, man kann sagen. Dreimal haben wir da. Das kann in die Fettschmelze, das gibt Kohle. Das ist gut. Dann eben hier hin. Da mag wie Saft drin. So. Die machen wir schon mal kalt, weil wir brauchen es ja. Gut. Dann haben wir. So, Außerräume Linski. Angeln können wir en masse. Da brauchen wir auch keine Angst haben, dass wir nicht durch den Winter kommen. Morden haben wir genug. Oh, wir haben noch eine Muni gehabt. Oh. Guck mal, da haben wir jetzt 9 von. Da haben wir genug von. Hier 60 Seile habe ich schon immer. Wir haben auch schon ein paar Nägel, aber wir müssen, wie gesagt, auch noch bauen. Ja, Kühlschrank ist ein bisschen leerer, ne? Aber hier, da, Heilmittel habe ich. Erste-Hilfe-Kit habe ich hier reingelegt, ne? Hier Erste-Hilfe-Kit. Zweimal. Da Wärme-Kit habe ich auch noch gemacht, ja. Es ist ja nicht so, dass wir hier nichts gemacht haben, ne? Das ist gar, ne? Ich glaube, das hauen wir uns mal lieber rein. Das essen wir auch. Höchstwert schon wieder gestiegen. Premium 5000, hast du das gesehen hier? So, nochmal eine sagen. Ich habe das Fleisch nicht aus dem Ofen genommen, kann das sein? Was soll das? Wollen mich verläppeln oder was? Hier darin geschmissen, ne? Hier so eine Tomate. Nee, wir essen mal lieber 3 Zwiebeln oder so. Essen. 3. Dann kann er auch morgen ordentlich aufs Töpfchen. Ist ja auch schon mal. Ein bisschen was trinken so noch. Trinken. Zwiebeln gibt aber nicht so viel, ne? Essen. Das läuft. Kann Nickel nachgucken. Ist noch nicht go, ne? Ist noch nicht go. Können wir den Müsli-Riegel da auch noch eben wieder reinschmeißen? Da haben wir jetzt nur 12 von. Das ist nicht viel. Das reicht nicht für den Winter. Der kommt raus. Den essen wir aber jetzt nicht, weil jetzt ist eigentlich noch ganz gut da, ne? Den schmeißen wir noch da. Dann gucken wir eben hier hin. Das brauchen wir. Oh nee, das ist doof. Was machst du jetzt? Wir brauchen eigentlich die auch noch herstellen. Ich muss mal gucken, was diese roten Dinger da. Wie wir die herstellen. Das geht hinten an der Werkbank. Da gehen wir gleich mal gucken. Wir brauchen das so ein bisschen. Ich habe nämlich so viel Schießpulver da, aber nichts von dem roten Zeug, dass ich Patronen herstellen kann. Und die brauchen, wenn wir auf Puma-Jagd wollen. Es ist, wie es ist. Es ist Trauma de Grande. Haben wir Holz nachgelegt? Nee, ne? Asche auf mein Haupt. Kann es ja nicht sein, sowas. Mach mal hier zu. Du weißt ja nie, wer um die Ecke kommt. Heiliges Blechle. So. Wir müssen erstmal. Erstmal hier hin. Glas habe ich gemacht. Das ist gut. Das ist. Ne, wir brauchen Eisen jetzt wahrscheinlich. Mach mal an den Hubel hier. Ne, der müsste noch so laufen. So, jetzt lasst uns mal eben nachgucken. Was müssen wir dafür haben? Das haben wir. Das haben wir. Die sind drüben.
Alles klar, gehen wir eben nach drüben. Okay, dann lohnt sich ja auch dieses... Was ist das? Zink oder so, ne? Die brauchen wir. Die nehmen wir eben mit nach drüben. Dann Mopfi eben, ne? Halt hier. Das kannst du auch direkt mitnehmen. Brauchen wir doch ein bisschen mehr, ne? Wir müssen Munition herstellen. Das nützt nichts, Leute. Ich muss auf Puma jagt. Schickram ist das. So, wir brauchen... Ich habe kein Kupfer mehr, ne? Ich habe kein Kupfer mehr. Allstore, aber kein Kupfer, ne? Und Kupfer brok wie. Sag nicht, oder? Nee, sicher. Wir müssen Kupfer klopfen gehen. Ja, dann tu das ganze Zeug erstmal da wieder zurück. Ist jetzt egal. Du bist das. Du bist das. Du bist das. Asche habe ich hier. Das ist gut. Das brauchen wir dort. Ja. Das muss hier hin. Dann lass das auch erst hier. Bis wir das brauchen. Okay, wir müssen Kupfer eigentlich haben. Schickram, du. Ich hätte schon fast wieder die Tür kaputt gehauen. Was, wird schon wieder dunkel oder was? Das Kupferklopfen. Ja, aber nicht mehr bei dem Wetter. Nö. Das machen wir heute nicht mehr. Wir können noch. Oh, die Angel ist noch drinnen, ne? Schick, oder? Ist hier Kupfer? Du musst alles sowas von an Ressourcen haben, das ist nicht normal. Deswegen Erdbohrer. Dann kriegst du die Eisendinger dann mal. Auch mal so, ne? Musst du hier nicht immer einen Wolf suchen. Ja, einen Wolf findest du ganz schnell, aber die Dinger, ne. Das war auch so ein Wortspiel, Svenny. Aber, liebe Leute, ich sag jetzt, erstmal danke fürs Zugucken, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr würdet nichts mehr verpassen von der ganzen Grande de Malheur hier, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.